dann lass uns noch kurz über die Flensburger sprechen. Du hast es angesprochen, Niederlage gegen Magdeburg. 29:31 am Ende. So, und jetzt wird es hier richtig hitzig und heftig in der Flens Arena, in der Campushalle natürlich, die Flensburger. Rienzek, sie spielen jetzt ihm so super in die Hand. Also klar wird er nach und nach auch jetzt verjüngt. Aber Winzek ist nicht mehr der Jüngste. Oh, was für Stammkräfte Johansson und Schipa Gültümer runtergenommen. So. Ja, ach Gottchen. Ach Gottchen. Und das ist ja kein Risiko für Kiel. Du wartest nur drauf, echt. Ehrlich, du bist auch... Oh, ich spare mir jetzt das Wort. Einstudierte Laufwege, sowohl der Kreisläufer als auch der Rückraumspieler. Bielik. So, Wechsel auf rechts außen. Oioioi! Ach du Heiliger Schmosser. War eng umschlungen. Drei Viertel. Ja. Domagoj Duvniak. Bei einer Leistenverletzung, die jetzt wieder aufgebrochen ist. Ich finde es ja risikohaft, aber gut. Eieiei, Bütlik. So. Mr. Selbstbewusstsein. Genau in seiner Position. Sie lassen es laufen. Und dann ist Benjamin Buric da. Bringt der Sport und die Natur des Menschen so mit sich. Jetzt ist Flensburg oben auf. No-Look-Pass. Was ein Pass. Der kommt an, aber der geht nicht rein bei Mirk Vadast. Emil hat doch schon einen geworfen heute. Ja, Schütze Nummer 1, der die meisten werfen darf. Kai Smith war letzte Saison bester 7-Meter-Schütze der Bundesliga. Und sie machen technische Fehler. Mehr als Flensburg in der zweiten Halbzeit. Schöner Pass. Und Wienzek hat auch im Fallen noch so viel Gefühl. Oder wie du sagen würdest, im Petto. Quatsch, komm. Amman ist Schipa Götu. Im Simon Kai, im Lübei Fly Loop, im Life in die. Und was dann? Ausgestreckt. Kiel macht das super. Wer denn geht denn, Jürgensen? Der geht nicht. Jetzt müssen sie kommen. Jetzt! Flensburg gewinnt das Derby! Wahnsinn!